Hallo ihr Lieben und willkommen zu The Crew 2. Ich durfte schon etwas spielen, aber das ist jetzt die erste Beta, die erste mit vollständigem Inhalt, die ich spielen darf. Ein paar Tage habe ich, die ich so weit wie möglich mit Aufnahmen füllen darf, kann. Kann, darf, muss, will. Für euch natürlich sowieso. Bei dem guten Sound. Mag ich ja kaum unterbrechen. Aber New Game. Meinen letzten Save übernimmt sowieso nicht. Und umgekehrt auch nicht. Das Grinsen. Der hat zu viel geraucht. Ist auch nicht besser. Think you can beat me? Think again. Kann man denn den Charakter nicht drehen? Nee, kann man nicht. Die gucken echt alle, als ob sie nur Drogen sind. Ja, zumindest ein paar. Also gut, die wären Kandidat. Die. Nee, die nicht. Oder die. Also das hätten sie besser machen können. Was ist mit dem? Der hat irgendwie irgendwas in den Augen. Oder die? Ach, soll nicht sie sein. Dann wird das wahrscheinlich als Make-up gedacht sein, aber böse daneben. Ja, ich denke, ich nehme die. Ich meine, Make-up trägt man nicht in den Augen auf. Abgleich, Server. Bin mal gespannt. Ich habe es jetzt runtergeladen, hat etwas mehr als eine Stunde gedauert, direkt nachdem es möglich wurde. Das heißt, wir dürften noch nicht allzu viel Verkehr haben mit anderen Spielern. Aber das wird sich noch ändern und vielleicht okay, kommen guys, come on, get a move on, we're going on soon. Ah, Hiroyuki Carter. Hey, call me Hiro. Pleasure to meet you. I was beginning to think you and your driver weren't gonna make it. I'm from Live, the camera company sponsoring this race, and I'll be heading up this event. Walk with me. Look, thanks again. I'm really stoked about this. Thanks for giving us the shot. Don't mention it. We're always on the lookout for new talent, and you and your friend fit the bill. And I don't have to tell you this, but you do right by yourselves in this race, and you'll see a lot of doors opening up for you. Gotcha. We won't disappoint you. Disappoint me? That's not what this is about. It's your chance to impress people who matter. The events my company organizes are a feeder for every racing family out there. You do want to race, yes? Oh yeah, this is such a big deal for us. We've tried broadcasting our races, but no dice. I guess nobody wants to see nobody's. Trust me. Just show the world what you've got this one. You'll get followers like that. Run a good race, and you'll find your options and your followers increasing. We'll give it our best. Hero, my friend. I don't want your best. I want legendary badass. Anyway, I've got to go. Something about putting on a race. Best of luck. Okay, thanks. Okay, ich muss noch rausfinden, ob ich die Sprache nicht auf Deutsch umstellen kann. Go, buddy. Break a leg. Help break anything you have to. Just drive like I know you can and we'll be in the big leagues in no time. So, wie üblich gleich den Gaspedal durchdrücken, bevor es überhaupt losgeht. Wir haben einen fliegenden Start mit
Ganz offensichtlich. Welcome to the city that never sleeps. In this event, you'll see New York taken over by racers in a way you never could have imagined. It's not just a city. It's a playground for the best pilots and drivers of today and tomorrow. Live Extreme Series im Porsche Booth. Ne, Porsche Booth mit zwei. Echter Porsche. The first episode of this year's Live Extreme Series. In this new season, talented newcomers have a shot at taking on established stars and a chance to impress all the racing teams out here. And believe me, they're watching. And just as important, they need to generate excitement. That's how fans flock to them. And that's what it's all about, right? Become a racer, steal the show, and see your follower numbers soar. Okay, das galt noch als Checkpoint. Ach du liebe Zeit. Oh, Moment. So, ich bin zurück. Ich konnte jetzt gleich in den Spielereinstellungen alles umsetzen. Moment. Was ich jetzt herausfinden muss, ist, wie kriege ich das Auto wieder auf die Straße? In die Luft gehen. Seht euch diesen Sprung an. Da habt ihr es. Die Zahlen gehen durch die Decke. Immerhin, wir haben ein paar Follower. Obwohl wir natürlich jetzt jeden Anschluss verloren haben. Und jetzt wird es bei Live Extreme. So, jetzt wird geflogen. Nee, rot gefahren. Okay. L gedrückt für einen Boost. Ich booste, aber es passiert nichts. Follower gewinnt man natürlich, indem man siegt, aber das ist nicht der einzige Weg. Mach einen spektakulären Stunt wie diesen und die Fans kommen in Scharen. Seht's euch an! Also das mit L geht irgendwie nicht. Und das war die Bremse. Sehr ungeschickt. Rechts ist es auch nicht. Wenn ich jetzt noch irgendwo den Turbo Boost finden könnte. Zwei Drittel der Strecke liegen hinter uns und ich glaube, wir sehen hier gerade den neuen Star am Rennhimmel. Wo? Ich will ihn auch sehen. Für das große Finale legen wir noch einen drauf. Okay, also bis jetzt habe ich auf jeden Fall ziemlich abgelost. Und das auch noch so kurz vorm Ziel. So ist das heutzutage. Nur ein guter Fahrer zu sein reicht nicht mehr. Man muss nicht nur auf, sondern auch jenseits der Strecke glänzen. Und natürlich in den sozialen Medien Präsenz zeigen.
Es ist eine einfache Rechnung. Je mehr Follower man hat, desto mehr kommen hinzu. Unterschreibe beim ersten Rennteam und das zweite wirft ein Auge auf dich. Schare Fans um dich und die Verträge flattern herein. Anders gesagt, einem Fahrer, der genug Follower anzieht, eröffnen sich neue Rennwelten. Wir nennen sie Disziplinen. Ihr werdet sie großartig nennen. Und ist großartig nicht das, was wir alle wollen? Hat niemand gesagt, dass ich gerade ins Ziel muss? Aus dem Herzen von New York City war dies die Live Extreme Series Episode 1. Danke fürs Zusehen und folgt uns in den sozialen Medien. Okay, so viel zum Intro. Dass ich ausgerechnet den Flieger nicht versammelt habe, das hat mich jetzt überrascht. Weil die Steuerung war am gewöhnungsbedürftigsten. Cool, es ist jetzt offiziell. Wir haben groß abgeräumt. Wir müssen uns immer noch beweisen. Aber das ist okay. Du weißt, wir haben es drauf. Und wir haben die Wahl. Boote, Flieger, eine Menge Autos. Das ist wie das größte Buffet der Welt. Und wir können überall einmal abbeißen. Es geht um Street Racing, Offroad, Pro Racing, Freestyle. Wir können mit jedem eine Testfahrt machen oder von mir aus mit allen. Wähl einfach, womit du anfangen willst und los. Herzlich willkommen zur Motor Nation. Danke, danke. Wir haben jetzt 4 Möglichkeiten, die Sache ins Rollen zu bringen. Es ist deine Wahl. Womit sollen wir anfangen? Offroad, Freestyle, Street Racing und Bootfahren. Warte mal, bevor ich irgendwas mache. Ah, geht gar nicht. Muss erstmal was wählen. Lernen wir. Regenerate. Ich hoffe, das Beanie kann ich bald loswerden. Willkommen in der Community der Freestyler. Ich bin Sophia und ich trete gegen dich an. Hier geht es vor allem um Spaß. Wenn du rein willst, kein Problem. Schnapp dir den Flieger, arbeite die Tricks auf der Liste in der richtigen Reihenfolge ab und greif dir dabei eine Kotztüte. Benutze sie und du verlierst. Überbiete meine Punktzahl und du bist drin. Was ich wirklich drauf habe, zeige ich dir später. Jetzt bist du dran. Okay, Kotztüte. 3, 2, 1. Jetzt eine Rolle. Zieh den Flieger gerade und wähle links oder rechts. Bewege den Knüppel in diese Richtung, bis die Rolle abgeschlossen ist. Was soll ich nochmal eine machen? Okay, 2 Rollen. Zeit für einen Luftdrift. Drücke das linke oder rechte Ruder lange genug durch und du kriegst den Dreh raus. Der Messerflug hat's in sich. Richte dein Flugzeug mit einem Flügel nach unten aus, dann schaffst du's. Versuche ein Looping. Zieh den Knüppel nach hinten, bis du 360 Grad geschafft hast. Moment. Ich muss erst etwas Höhe gewinnen. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube, ich hätte mir an die Höhe nicht so viel Gedanken machen müssen. Was? Das hat nicht gezählt? Wieso nicht?
funktioniert auch nicht. Jetzt hat's gezählt. Interessant. Jetzt der Tiefflug. Rate mal, was das bedeutet. Pass jedenfalls auf, dass du die Baumwipfel nur streichelst. Sonst kriegst du einen Crashkurs im Auf dem Kopf landen. Okay, das war der Crashkurs. Hochlanden. Ich meine, am einfachsten Tiefflug machen ist natürlich hier über Wasser. Das war echt super. Guter Flug. Okay, geh zu meinem Partner Emmett an der Bahn. Dann können wir die Sache wirklich ins Rollen bringen. Gut, wenn du mehr sagst, wo die Bahn ist. Freestyle-Familie? Okay. Dann machen wir sie alle einmal durch. Ich bin Emmett. Oder? Und du musst das neue Talent sein, das Sophia erwähnt hat. Mal sehen, ob sie sich mit Leuten so gut auskennt wie mit Flugzeugen. Und mit Autos. Und mit... Ach, egal. Du verstehst das schon. Nun, worum es hier an diesem Ort geht, das ist schwer zu beschreiben. Siehst du die Leute? Nee. Sie sind hart, sie arbeiten hart und kommen irgendwie klar. Solange du das nicht verinnerlicht hast, gehörst du nicht hierher. Aber hey, Sophia bürgt für dich, also musst du gut sein. Sie und ich haben übrigens etwas für dich unten im Laden, da hinten. Da kannst du dir neue Maschinen abholen, wenn du sie verdient hast. Aber wenn man sie für lau bekommt, sollte man lächeln. Vergiss nur nicht zu lächeln, wenn sie dich da oben fertig macht. In der Zwischenzeit solltest du rausfinden, was du tun willst. Es gibt keine Regeln, außer gib dein Bestes und hab Spaß. Ich hoffe, du befolgst sie. Also erst erzählt er mir was von schwer arbeitenden Menschen und dann sagt er mir, ich soll einfach nur Spaß haben. Okay. Okay, wir haben die Aerobatics freigeschaltet. Und wir haben gar keine großartig andere Wahl. Als diesen hübschen Regeneracy-Flieger zu holen. Die anderen kosten schon alle Geld und wir haben eigentlich keines. Oh, der ist ja schick. Was ist das? Harman Rocket AR3. Ein Klassiker. Ach du liebe Zeit. Das sieht ja mehr aus wie eine fliegende Kanonenkugel mit, eine Kanonenkugel mit Flügeln. Okay. Und das ist dann wohl die Königsklasse, die beim Red Bull Event benutzt wird. Ich meine nicht, dass der schlecht aussieht. Farbe. Wir können alles wählen, solange es schwarz ist. Elf neue Aktivitäten. Follower kriegt man ganz leicht. Du musst nur coole Sachen zeigen. Unter Brücken durchfliegen, driften oder Riesensprünge machen. Je mehr du davon aneinander reißt, desto mehr Follower kommen. So, das erste Event, das wir machen können, ist hier drüben. Und dort. Aber damit sage ich jetzt erstmal für die erste Folge tschüss und bis bald, denn die Prüfung und alles, das dauert ja immer ein bisschen länger und deshalb mache ich jetzt wohl pro Folge eine und sage bis dahin erstmal tschüss und bis bald.